freuen uns drauf. Es sollte jetzt gleich losgehen und dann wird es auch ein bisschen Sound geben und dann erwartet uns das erste Finale auf das 2. Da freuen sich vielleicht auch ein paar drauf, weil sie das 2 noch nicht gesehen haben. Und es geht los. Die Halle ist heiß, Astralis ist heiß, Team Liquid ist heiß. Wir starten beim großen Finale der ESL Pro League in Dallas. Da, wo Legenden schon geboren wurden, da, wo Legenden herkommen. Und zwar, wer es noch kennt, 1.6 CPL-Zeiten, das war's noch damals. Aber wir sind in CSGO angekommen und Team Liquid startet auf der T-Seite und Dupree baut sich direkt mal für einen Headshot auf und setzt das Ding in die Rübe von Elise. Ja, ein Schuss war doch genug, muss erst gar nicht nachladen. Und jetzt wollen sie langsam mit dir rausgehen, aber die weiß ja auch noch als Backup da. Hat das erste Duell gegen Neff hier. Passiert viel Schaden und Neff. Schöne zwei Headshots durch die Wand. Durch über die Free mit der Antwort durch die Smoke durch. Die Headshots fliegen hier links und rechts. Und auch Majisk fightet um sein Leben. Kann den B-Spot erstmal halten. Und wir sehen Team Liquid. Sie gehen nochmal über die Katas nach. Und es soll der B-Spot werden. 2 gegen 4. Ja, sie wollten das irgendwie nochmal im Split aufteilen. Aber steht Majisk wie eine Bank auf dem Spot. Und dann ist es Supreme mit dem Backup. Die Runde fängt nicht gut an für Team Liquid. Mitte abgefangen. Split geht nicht auf. Und oberkörperfrei, USA. Sehr gut. Ja, die Runde versucht man halt irgendwie, Astralis da so ein bisschen in der Mitte zum Tanz zu bitten, aber ohne Chance bisher. Ja, also ich meine, Neff hat nochmal den ersten Kill setzen können, nachdem hier Dupree so einen netten Schuss raus hat, aber dann Dupree mit dem nächsten. Und der Spieler mit dem höchsten Rating legt hier gleich vor mit dem 3K in der Pistol. Und jetzt Astralis mit dem 1:0 und wir sehen Team Liquid mit dem Force-Buy. So, die Weiß sucht Duell mit der Scout, da wartet Neff auf ihn. Und die Weiß muss so langsam aufpassen, Alpha P bei ihm, muss hier Backup anfordern. Und Elish, der ist heiß mit der Deagle. So, da bittet man die Weiß erstmal zum Rückzug. Der hat nur noch Alpha P, also der hat schon mal ordentlich was gefressen. Und sie kriegen dafür die Raumkontrolle Richtung Kurz. Und da wartet man ab. Also Sipex ist ja so eher der Mitte- und der Rotationsspieler, der halt Richtung A und B aushilft. So, ansonsten, was ich mal sehr beeindruckend finde, dass Astralis ein sehr klassisches CT-Setup spielt. Wirklich, den Oldschool. Nach vorne gehen, Granaten reinschmeißen, einen nach vorne schicken, einen dann unten in die CT-Base und einen ans K jetzt. Früher war da ja keine Deckung. Jetzt kann man das halt wunderbar vom K halten und die Weiß beweist uns das ja auch. Anschuss kommt nochmal. Damit ist Twist low geschossen. Wir sind Richtung Spot durch, besonders weil Taco nochmal Dupree rausnimmt. Glaive muss hier aufpassen. Aber kann es überleben? Eine gute HE von Simpix und Glaive mit dem Headshot nochmal als Taco letzter Mann. Auch das Timing passt hier nicht. Also die HE ist ja schon mehrmals angemerkt haben. Auch die sitzen hier instant perfekt. Simpix mit einer netten Bombe auf den A-Spot hoch. Ja, es sah nochmal kurz brenzlig aus, als sie auf den A draufgefahren sind und der Autospieler down war. Aber alles ging nochmal gut. Da ist nochmal der Rain-Beitrag. Ah, ja, eben. Also Rain hat gemeint, wenn Astralis hier nicht 3-0 gewinnt. Dann ist da eine Zigarette. Genau. Sind wir schon mal gespannt. Tja, aber ansonsten wird es erstmal hier auf Contact B gehen. Und dann ab raus. Guck mal, da geht man schon auf Informationen zurück über Astralis. Sehr, sehr flott nach vorne. Und da ist Dupree mit der UMP unterwegs, kriegt jetzt die erste Information Richtung Mitte, steht Majisk erstmal allein Richtung Sidebreit, weil der Mitte-Spieler erstmal ausgeholfen hat. Majisk wird überrannt, aber die Weiß steht schon an der Türbreit. Nur die USP dabei, der spart schon mal auf die AWP. Der Schuss sitzt nicht ganz, Granate kommt noch mal gut rein und die sitzt wie eine 1 und damit vielleicht nochmal der Bombenplant für Elish, wenn er da nicht rausgenommen wird. Faked das Ganze an, setzt hier zwar den Headshot, aber Sipex hat einen Helm dabei und das war's. Also, die Runde geht an Astralis. Doch sehr solide runtergespielt von den Dänen bisher. Ja. Obwohl sie auch ein bisschen shaky war, dass sie Majisk alleine den B-Spot spielt, wenn sie den Full Echo haben und nicht mal wirklich ordentlich reingezielt hat. Aber es ging halt eben nochmal gut. Jetzt aber die erste Equip Round. Und mal schauen. So, die AWPs sind hier nicht am Start. Außer die Weiß. Und bei Team Liquid, da hat es nur für AKs gereicht. Und wir sehen es. Das, ja, mehr oder weniger Dreier-Setup Richtung B mit D, nur 2 auf dem A und sie lassen erstmal kurz auf, also 2 halten lang, jetzt stellen sie einen lang ab, ja, mehr oder weniger, einer geht zurück auf den Spot und hier die AWP, die hier baiten soll für Dupree, der hier close steht. Ja, ganz fieses Setup, das wird hier auch am Ende belohnt, jetzt nehmen sie ihn gemeinsam raus, also da kann Team Liquid sehr schnell drauf reagieren und was macht die Weiße, lässt die Mitte auf, sie ziehen sich beide
in ein 2-2-Setup zurück, lassen aber lang nicht offen und Sipex versucht da den ersten Schaden zu verteilen mit der Granate Richtung Kurz. Das ist natürlich super für Team Liquid, genau so eine Eröffnung zu finden und darauf haben sie gewartet und am Ende ist das vielleicht auch genau die Belohnung, die sie brauchen, aber sie müssen aufpassen. Clef steht immer noch bei der U-Empirischen Lang und da will sogar Team Liquid den Versuch wagen, sogar Richtung Lang den Raum einzunehmen. Oh, und den Schatten, da zieht er einfach rein und beendet das Ding. Ja, Team Liquid hier etwas unvorsichtig gewesen, da einfach ohne Info nochmal lang vorgehen zu wollen, bevor sie da sich reinflashen. Jetzt will Nef das nächste Duell suchen und wieder läuft der Einzelne rein, wird noch die Bombe hier einfach schön serviert. Jetzt kann ganz Astralis schieben und wissen erstmal ganz genau, okay, sie müssen vor lang die Bombe gepickt haben, aber Taco, der Freelancer, ist ja schon kurz durch, aber wir sehen es, das ist auf dem Schirm. Oh, netter Shot gegen Magisk, kann auch einen zweiten holen. Somit noch ein 2-on-1, aber die Zeit, sie läuft gegen ihn. Bombe ist lang down, kann eigentlich saven gehen. Er ist zwar noch auf der Jagd, wie ein Bluthund. Kann noch einen nächsten finden, bekommt ihn aber nicht. Den macht die Weiße mit 4-0. Und Astralis holt die Runde, schön gespielt von Glaive da an der Lang. Ja, da können sie froh sein, dass sie Glaive da so weit vorne haben. Dann auch mit UMP, perfektes Positioning da gewählt. Natürlich ein Riesenvorteil für ihn, wenn er da schon den Schatten 3 Kilometer halt vorher sieht. Reinschleichen in Zeitlupe noch. Ja. Da sehen wir es nochmal. Ja, Nitro bleibt da ohne Chance. Nochmal den Schatten hinterher. Ey, das ist halt ein Riesenvorteil. Du siehst den Spieler schon kommen und weißt ganz genau, wohin du zielen musst. Taco wieder überraschend. Versucht dann nochmal das Ganze aufzureißen. Dann läuft in die Zeit davon. Fand ich aber sehr schön, dass Team Liquid den Versuch wagt, da irgendwie die Mitte anzuspielen. Weil man weiß, dass wahrscheinlich die Weiß da mit der AWP wartet. Und man entscheidet sich nochmal auf das Doppelsetup Richtung Mitte. So, jetzt hat man endlich mal die Weiß unter Druck gesetzt. 4 Leute versuchen ihn da zu knechten. Und dann zieht sie sich direkt zurück. Damit kann Taco zumindest rauskommen. Und man entscheidet sich nochmal Richtung Kurz zu gehen. Ja, ein Run-Boost, ja. Ja, konnten sogar kurz überraschen, aber die HE dürfte jetzt ziemlich gut reinfliegen. Oh, und die sitzt halt wie eine 1. Aber Elish und Taco mit den Kills, muss die Weiß ein bisschen aufpassen, schießt daneben. Base wird reingepusht, die Weiß, der schießt ja komplett daneben. Was ist denn da auf einmal los? Dafür ist noch Glaive. Wieder zur Stelle, somit nochmal ein 3-on-3 und die Weiß. Sie hatten gesehen, die Bombe ist da gefangen in der Ecke, aber kann er wieder den Schuss setzen. Und diesmal trifft er auch. So, was will Taco da noch machen? Der wird jetzt eingekesselt. Was ein gutes Backup. Selbst wenn die Weiß verschießt, ist Glaive da, um mir den Rücken zu sichern. Und er konnte den Spieler callen unten. Also ist kein Beinbruch, dass er da vorbeigeschossen hat. Also das hat alles soweit gepasst. 5-0 für Astralis, also für Team Liquid gibt es hier bisher noch nichts. Ist aber erstmal die zweite Waffenrunde, die jetzt an den Start geht. Und so, da sehen wir nochmal Device mit Nummer 1. So, da werden die schönsten Szenen rausgeschnitten. Und vor allem jetzt Astralis mit der Doppel-AWP, auch sehr interessant. Führen eigentlich 5-0, das Setup klappt und trotzdem sagen sie, hey, lass mal Doppel-AWP spielen. Dupree und Device. Dupree ja in der Mitte und Device eventuell am A-Spot. Also wollen auf jedem Spot eine WP haben und Device mit dem Entry an Kurz. Jetzt die zweite WP hier am B unterwegs. Taco konnte sich spotten, aber geht nochmal defensiv. Also Astralis stellt hier gleich um und Team Liquid haben es wohl nicht erwartet. Ja, Device wartet da wieder in der Mitte. Das ist so eine maßgeschneiderte Map eigentlich für Device. Ja. Das 2 mit der AWP. Kann er so viele gute Winkel einnehmen. Vor allem war eben noch Kurz, hat einen ersten Entry gesetzt, wird geboostet, geht dann wieder runter. Und doch Taco hat einen AWP, bekommt es aber durchgeschlichen. Oh, aber Magist, der passt hier sehr gut auf und schießt Taco aus dem Leben. Glaive genau das gleiche, perfektes Timing, gutes Gespür. Und Team Liquid, sie sehen gerade etwas blass aus. Ja, sie finden halt irgendwo nicht wirklich die Öffnung, mit der sie arbeiten können. Besonders weil Glaive hier einfach rotzenfress schon durchgepusht ist. Das haben die überhaupt nicht auf dem Schirm. Diese Konfidenz von Astralis ist einfach unglaublich. Guck, du kannst Glaive alleine Richtung Lang stehen lassen. Der macht seine Kills. Device in der Mitte erfolgreich. Kannst du auch alleine stehen lassen. Wenn er dann vorbeischießt, jo, da zieht man sich halt zurück. Ja. Und deckt das so ein bisschen defensiver im Kreuzfeuer. Richtung B brennt auch nicht viel an. Also die CT-Seite von Astralis, ja, die hat hier bisher kaum irgendwelche Mängel. Vor allem finde ich es wirklich gut, dass sie so schnell wie möglich... Oh, da ist die Statistik gewesen. 33 ADR-Granatenschaden in dem Event. Also nochmal eine Steigerung zum letzten Event. Ja, und das ist halt echt nicht schlecht. Und jetzt erst Device. Wieder einfach neue Position eingenommen, diesmal A lang. Will er halt mit der AWP. Zwei war schon durchgeschlichen.
Und hat er die zwar auf dem Schirm, ist die Frage, weil aktuell sieht es hier nicht so aus. Könnte zum ersten Mal überrascht werden. Schöner Boost auf den Container. Jetzt wollen die Device von beiden Seiten einnehmen. Gehen in die Smoke rein, boosten sich drüber. Das wird ja auch gesehen. Und Device hat durch die Smoke durch. Macht den Hit und kann defensiv gehen. Backup ist hier zur Stelle. Und Taco einen Ticken zu spät rumgezogen. Also Device will, glaube ich, nicht fallen. Er hat heute T3-Weste und T3-Helm an. Ne? Hat jetzt bei PUBG nochmal abgeholt. Und Clave passt auf, dass da bloß keiner Device aus dem Spiel rausnehmen kann. Zipex geht, weil da vorne Device verschießt sehr oft, aber irgendwie, sie brauchen die Nagy, aber außer vielleicht jetzt. Dann höre ich den Twist da zusammen mit Neff, die jetzt erstmal den Spot aufreißen. 2-gegen-2 Situation und damit ist der A-Spot geschlagen fürs Erste. Und Team Liquid schafft endlich mal eine Lücke in die Verteidigung reinzureißen von den Dannen. Twist hat aber nur noch 8 HP, Dupree wechselt auf die AK und damit geht's auf die Jagd. Sie haben noch ein bisschen Equipment dabei, dafür sieht's bei Dupree ganz gut aus. Molotov hinten ins Goose rein und damit hat der Spieler keine Chance. Twist kann sich nicht mehr zum Backup bewegen, aber Neff passt weiterhin auf und mit Gist Richtung lang. Jetzt noch die Shots im 1-on-2 hat den ersten gesehen, aber da ist noch die AWP im Goose und hat er die auf dem Schmidt. Sind ja noch nochmal 2-on-1, die Zeit tickt aber schneller und Magist, der macht sie einfach. Auch der Klatsch sitzt. Astralis, die 7 steht und die 0, die bleibt auch bei Team Liquid stehen. Damit haben sie auf jeden Fall nicht gerechnet, weil gar keiner lang gezielt hat. Mhm. Ey, da hat man so eine schöne Eröffnung bei Team Liquid gefunden und dann kann man den Afterplant hier nicht runterspielen. Schade, schade, schade. Was ich vorhin sagen wollte, ich finde es gut, dass Astralis direkt die Doppel-AWP spielt, weil das Ding ist, sie haben wohl gemerkt, dass Team Liquid eben oft auf Kontakt vorgeht. Wenn du deine AWP B hast, die fest B steht, dann kannst du einfach B nicht vorkontakten. Wir sehen es ja nochmal. Einfach wunderbar gleich gepeilt, wo die Schüsse herkamen. Und dann haben die Smoke reingeschossen. Ja, und Team Liquid, sie finden noch nicht ganz so ein Mittel bisher. Ich meine, der Long Take, der lief eigentlich ganz gut. Also konnten mehr oder weniger die Weiß überraschen, der ein bisschen Glück hatte. Oh, da ist er noch unzufrieden. Oh, ja. Das Problem ist, eigentlich hätte die Weiße auch fallen müssen. Ja. Er hat ihn gesehen und trifft ihn dann am Ende nicht. Und das kann die Weiße ja dann bestrafen. Und wie gesagt, er hat den T3-Helm bekommen und die T3-Weste. Der ist bisher, der will einfach nicht sterben. Auch schon das 2K davor hat er auch mit 6 HP geklatscht. So, auf jeden Fall, die Weiße auf lang diesmal unterwegs. Es wird wieder auf die Doppel-AWP gesetzt. Die wird auch sehr variabel untergebracht. Und zwar, wenn man jetzt versucht, in die Mitte zu gehen, da schießt man vorbei. Eigentlich eine nette Finte, AWP Richtung lang schicken und eine AWP in die Mitte abstellen, das ist jetzt die Chance für Liquid draufzukommen. So, da wartet Zipex schon an der Box. So, der fällt jetzt. Damit ist ein Mate eingekesselt. Was kann man hier noch machen? Jetzt muss Magist das allein verteidigen, das ist einfach zu viel. Und Team Liquid schafft es hier, eine Lücke reinzuholen. In die 3-gegen-2 Situation, Nitro passt nach hinten schon auf, hat ihn da gesehen und schon hat Liquid einen Riesenvorteil, die Runde zu holen. Aber auch Glaive hat ihn auch wohl gesehen, die Flash kommt rein. Glaive ist ja auf der Suche, aber kann den Frag nochmal finden. Aber zum Schluss ist Neff zur Stelle, gibt das Backup, macht den Kill. Und Team Liquid, sie holen ihre erste Runde. 7-1 und jetzt sollten sie langsam aufwachen. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass 2 in der Regel eher eine T-Map. Also man sollte schon zumindest mal 7 oder 6 Runden holen, um noch eine Chance zu haben. Ja, aber die Runde ist schön aufgemacht von Team Liquid. Also Dupree schießt da vorbei und schon kommt so ein bisschen der Stein ins Rollen. Aber Astralis hat nochmal genug Geld, um hier auf eine AWP zu gehen. Ist natürlich immer sehr kostenintensiv, mit einer Doppel-AWP zu spielen. Und die Weiß wird diesmal in einer anderen Position eingesetzt. Und zwar wieder Richtung Kurz. So, da hat er einen Kopf gesehen. Zieht sich direkt zurück. Die wissen natürlich auch, okay, dürfen jetzt nicht so viel riskieren, weil das Geld schon komplett erschöpft ist. Ja. Boah, ich find's echt erschreckend, immer wieder zu sehen, wie unglaublich teuer einfach die CD-Seite ist. Ich meine, Astralis gewinnt 7-0 und auch viele Runden waren gar nicht so super knapp und trotzdem, die verlieren eine Runde und sie haben fast kein Geld mehr. Das ist halt echt unhaltbar. Harte Zeiten, die ja auf uns zukommen als CD-Spieler. So, baut sich auf Anti-Flash. So mit Gist. Wartet auf den ersten Kontakt, hat er natürlich auch den Vorteil, weil er weiter wegsteht. Oh, das ist so gut. Und Dupree muss nicht mal eingreifen. Dupree muss jetzt eingreifen. Oh, was ein schöner Push nach oben. Aber Dupree lädt immer noch. Die Bombe ist hochgetroppt. Das heißt, sie müssen einmal einen Sprung nach oben machen. Das ist so viel Schaden von den beiden. Ist die Runde vorbei? Hätte doch einer gelebt, oder?
Ja, aber der eine. Ja, da lebt noch einer, ja, also. Aber es ist egal. Okay, das Runde vorbei, schon gemacht, du Frieden. Wir haben sie schon weggesnackt, genau. So, Neff im 3 gegen 1. Oh, da rennt sie fast rein. Das war das war confident, oder? Das war. Alter, da war der Hellseher schon da. Achso. Nochmal. Nochmal auf den Kopf klopfen. Ja, hier kann safe, die ESL safe, schon in die Zukunft call, gehen. Die ESL schneidet immer diese Szenen rein, die sind überhaupt nicht live, ne? Genau. Alle schon vorbei in Wirklichkeit. Ne? Aber ein schönes Setup auch. Wir sehen wirklich, wie Astralis komplett vorbereitet ist auf diese Contact Ghost, die wir schon mehrmals erwähnt hatten, dass eben auch mal Team Liquid auf Kontakt vorgehen will, mit Firepower den Spot eröffnen will, aber Majisk wählt einen richtig ekligen Winkel, holt da zwei Leute, Dupree auch noch close und auch nochmal zwei. Mhm. Also da sind wirklich beide voll fokussiert und lassen sich da in keiner Form irgendwie überraschen. Ja, 8-1. Das Geld geht hier nicht bei Astralis kaputt. Man setzt weiterhin auf Equipment. Team Liquid wird wieder zurückgepeitscht. Ja. Und zwar in den Forceball mit CZ. CZ ist halt jetzt nicht auf das 2 meiner Meinung nach die stärkste Pistole, weil die Distance sehr weit ist. Da musst du halt schon sehr close in die Mitte gehen. Und das machen sie jetzt hier auch. Schmeißen sich zwei Smokes, versuchen hier die Spieler irgendwie auszutanzen und gehen auf den Split. Dupree hat das jetzt gehört. Steht auf Close Distance breit. Kann die erste CZ ausschalten. Die zweite gibt es gleich hinterher. Winterschlussverkauf ist auch noch bei Magista Richtung Tunnels. Und die Bombe steht in Flammen. Und Taco hat nur noch 18 HP. Beim 5 gegen 1 mit der Deagle und einem Traum hier nochmal zu eskalieren. Dupree wird hier gefunden. Aber da wartet immer noch in Richtung Seite. Der Schaden sitzt, aber die Cracks fallen nicht für die beiden. Ja, Team Liquid, ja, weniger ein Pferd, mehr so ein kleines Pony aktuell. Ein kleines Fohlen, ja, vielleicht noch. Nee, es ist gerade super stark von Astralis. Oh, hast gesehen. Astralis hat noch nicht ein Opening-Duell verloren auf der Map. Ja, stimmt. 2-0, 4-0, 1-0. Und die meisten gehen an die Weiß, an der AWP. Mit 4 Opening. Und obwohl er noch gefühlt oft was schießt. Ja. Na, solange der erste Schuss sitzt, ne? Tja, so heißt es für Liquid. Kurz mal Gehirnschmalz anschmeißen und abwarten und Tee trinken. Und vielleicht irgendwas jetzt, als das ist so ein bisschen als taktische Pause auch nehmen, ne? Aber ich wollte schon sagen, ich will gerade so sagen, ich meine, sie haben alles ausprobiert, was sie bisher so können. B Contact Go, B Rush und langsam spielen. Und bisher klappt einfach gar nichts. Mhm. Und auch jetzt, Dupree schon mit dir hochgepusht. Ich meine, willkommen im Matchmaking. Letzte Mal noch Neff, der hier Dupree rausnehmen konnte. Auch er fällt jetzt. Und ja, 10-1. Astral ist einfach, ja, nicht zu bezwingen auf der CD-Seite. Habe ich am Anfang erwähnt, dass ich glaube, das Spiel wird entweder super spannend, ja, und der Knaller des Jahres, oder es wird eine Überfahrt. Und was glaubst du aktuell? So ein bisschen Überfahrt. Ansonsten fress ich eine Zigarette. ja, es ist halt echt gut. Also Astralis reguliert sich hier wohl zurzeit als bestes das 2. Team der Welt, obwohl wir noch nicht viel gesehen haben. Allgemein als bestes Team der Welt. Also ich bin wirklich gespannt, ob sie nochmal so einen Run hinlegen können, den sie, glaube ich, in welchem Jahr waren das? Ich bin ja schon so alt, 2016. Also vor dem Major, meinst du? Ja, sie waren so eine Zeit lang wieder wirklich so ein Top für ein paar Events. Ja. Dann wieder tief gesunken und aktuell läuft es echt gut. Ja, so nach dem Major hat man, wo sie es gewonnen haben, nach dem E-League Major, haben sie gut nachgelassen. Ne? Aber davor waren sie halt echt dominant, ne? Und haben endlich einen Choke durchbrochen. Das eben, war ja eine neue Astralis-Ära, ja, die wir miterleben dürfen. Ja, die Face-Ära, die gab es ja bisher noch nicht so wirklich. Da brauchen wir halt die Astralis-Ära. So, Dupree bekommt erstmal einen Headshot. Der hat noch 4 AP. Dafür ist Device, zumindest mit dem Reflect von Clave da, nochmal eine Nade Richtung lang. Und ja, was macht Zipex da vorne? Raum halten, einfach nur verteidigen. Das ist jetzt mal der Vorteil für Team Liquid, über kurz durchzukommen. Da steht Device bereit, oh, mit Nummer 1 und Nummer 2. Guter Raumwechsel auch von ihm. Nochmal zurückzugehen und den Spieler reinlaufen zu lassen. Und ich weiß nicht, ja. Team Liquid wirkt hier gerade, ja, GG so ein bisschen, ne? Vor allem du siehst, wie wirklich ruhig Astralis es ausgespielt hat. Du musst ja überlegen, Device ist am Auto. Zipex hält ihn lang weg, lang ist er bekannt. Und die Weiß smoked sich schon mal vorsichtshalber selber lang ab, falls Zipex fällt, dass er immer noch ein bisschen Cover hat, Richtung lang und da kurz halten kann. Also wirklich, da ist schon genau ganz klar abgesprochen, wer was machen wird, falls XY eintritt. Ja,
Wir sehen, die Leashes ist mega-tilt. Jetzt geht's einfach Richtung B drauf. So, jetzt aber. Komm, auf geht's. Granat sitzt halt zu gut. Der Spray sitzt keiner. Check die Ecke. Die sind alle blind. Da kommen nochmal drei Leute drauf. Aber da steht immer noch mit Gist. Das ist super viel Schaden von den beiden. Trotzdem, man ist Richtung Spot drauf. Nochmal eine Supportfläche hinterher. Taco kommt an. Keine Waffe, kann aber zumindest erstmal die Bombe blenden. Sie haben zumindest noch ein bisschen Equipment. Oh, die Nate! Und auch der Headshot durch die Wand durch. Ist einfach, ihm wird nichts gegönnt. Die nächste HE. Alter, das ist einfach die Artillerie, die danach natürlich auf den Spot kommt von den drei Spielern. Die haben irgendwelche Drohnen gekauft. Ja. Also wie präzise die HEs mal reinkommen. Ich glaube, der Sonic, der fernsteuert die HEs. Ja. Oder wie bei Call of Duty, wo du das Luftschiff oben in der Luft hast und einfach immer die Artillerie runterbombst. Hat Astralis als geheimes Feature von Valve bekommen. Freigespielt. Ja. Aber immerhin, was man so positiv anmerken kann, bei Team Liquid bisher keinen einzigen Teamkill. Ja, perfekt, ne? Vielleicht, weil sie auch 10 Opener-Duelle gewonnen haben, haben sie halt auch dieses Luftschiff bekommen. So, jetzt kann Nitro zumindest nochmal die Bombe legen. Ja, aber es ist halt 3-gegen-1-Situation, sie haben noch Smokes, sie können da ohne Probleme draufgehen, keine Chance, da irgendwas zu machen. Team Liquid geht hier gerade unter, meine Lieben. Ja, ist natürlich auch ein bisschen schade für die Zuschauer, etwas schade für uns, weil das Spiel jetzt gerade nicht so ultra spannend ist, ne? Wie gesagt, wir haben uns da echt schon ein bisschen so einen kleinen Clash auf das 2 erwartet. Ja, aber das 2 ist halt eine Map, auf der man mit einem B-Rush und einem B-Contact-Go gegen Astralis nicht so viel bewirken kann. Deshalb mal abwarten, wo es vielleicht etwas taktischer wird, denn aktuell, wie gesagt, also Team Liquid spielt das gleiche Ding wie gestern, den gleichen Stiefel runter, diesmal eben Astralis, die alle gut umschießen und da wird auch dieser B-Rush einfach komplett zerstampft. Ich finde ja nicht mal, dass das Team Liquid irgendwie taktisch eingeschränkt spielt. Sie versuchen ja schon viel. Mal gucken, was jetzt hier funktioniert. Wie der Dupree in der Mitte. So, jetzt geht's hoch auf der Box. Die Xbox ist abgesmoked. Nochmal Molotov zum Backup, dass sie da bloß nicht überpusht werden. Die Weiß versucht mal auszuhelfen. Oh, das hat man gehört. Nochmal der Tag für Elish. Und der versucht nach vorne zu kommen. Der versucht irgendwie den Spieler Richtung Seite raus. Im Clay hilft aus. Damit ist sein Mitspieler gestorben. Und zwar Twist. Und sie werden hier einfach auseinandergenommen. Nochmal die zwei Spieler Richtung Kurz. Vielleicht die Chance nochmal hier über Kurz durchzukommen, nachdem Neff den Frag setzt. Aber da ist immer noch Dupree da. Und er zerstört alle Träume von Team Liquid, wenn Neff jetzt hier nicht irgendwie eskaliert, sieht den ersten. Aber sie sind schon Richtung Kurz da und können hier Neff weiterhin unter Druck setzen. So, der nimmt noch die Smoke als Backup, piekt nochmal Richtung Kurz, aber da zeigt man sich nicht. Also sehr diszipliniert von Astralis, da kein großes Risiko einzugehen. Oh, oh mein Gott, und da ist die Weiß nach vorne gegangen. Damit ist es nur noch Neff gegen Magist. Und Magist steht schon bereit. Das ist halt so schwer für Neff auszuspielen. Er macht halt noch das Beste draus. Aber am Ende Astralis einfach mit zu vielen Spielern und zu viel Schaden wieder am Anfang. Ja, und ich meine, ich habe es vorhin erwähnt, ich sage es nochmal, das 2 einfach eine Map, auf der man umschießen muss. Und aktuell gibt es hier ein Team, was umschießt. Das nennt sich Astralis. Und Team Liquid haben wir Neff mit 12 Frags. Dann kommt Taco mit 8 und danach wird es halt richtig bitter. 5 Frags bei Leash, 3 bei Twist, 2 bei Nitro. Und das nach 14 gespielten Runden. Und ja, also du musst einfach die Firepower haben gegen Astralis auf das 2. Und die hat Liquid einfach gar nicht. Nee, zurzeit noch nicht. Ist noch ein bisschen weg, die Firepower. So, die Weiß steht wieder Richtung Langbreit. Die Flash kommt nicht wirklich an. Clave zieht sich direkt zurück. Okay, sie haben natürlich mitbekommen, dass er ein bisschen mehr Richtung Lang rauskommt. So, jetzt wird der Kopf ausgemacht. Jetzt muss es einfach nach vorne gehen. Richtung Lang. Man bittet die Weiß zum Tanz. Erstmal Lang eingenommen. Die Weiß verschießt wieder. Damit haben sie jetzt die Langkontrolle. Damit im Nachgang ist er da. Er muss einfach nur die Menge zurückhalten und seine Mates müssen ihn supporten. Da kommt jetzt die erste Smoke rein. Der erste Rifle-Spieler steht schon hinter ihm und gibt ihm das Backup. Super gespielt. Die Weiß kann nochmal die Granate ausnutzen. Die Leech kommt durch. Und das war's. Das ist so gut gespielt. Team Liquid versucht jetzt halt irgendwie diese letzte Instanz nochmal nach vorne zu kommen auf Lang. Ja. Und die Weiß steht einfach nur bereit, versucht so viel wie möglich rauszunehmen, kriegt schon das Backup nach hinten, dass er sich weiter einfach nur Richtung Lang konzentrieren kann. Und dann wird es auseinandergenommen. Da stehen sie goldrichtig. Und das ist eine eindeutige Hälfte. Muss man einfach sagen, 14-1. Ich weiß nicht, Team Liquid ist hier überhaupt nicht drin oder Astralis wirkt einfach zu stark. Ich finde das nicht mal, Team Liquid irgendwie taktisch schlecht spielt. Sie versuchen ja viel. Ja. Sie haben am Anfang super viel versucht. Aber sie treffen nicht. Also ich meine, Elish
liegt 0-7 hinten mit Openings. Er hat nicht ein Opening von 7 Duellen gewonnen. Und so schlecht ist Leash wirklich nicht. Also einfach, die haben heute nicht gut gefrühstückt. Ja, schaust dir an, die ADR. Das ist ja Guardian von dem Gestern-Niveau. Tatsache. 1-0-4er-Quote. Noch echt hochgegriffen bei einem 14-1. Aber vielleicht das größte Comeback des CSGO-Jahres 2018. Hier geht's schnell Richtung lang raus. Astralis will hier nochmal zum Galopp ansetzen und einfach Team Liquid überfahren. Nitro kann noch einen rausnehmen. Twist gibt sein Bestes, aber Alang somit eingenommen. Wie Schaden die allein schon von der Glock fressen. Schon wieder der Headshot hinter Zweiter direkt. Was ist los mit Astralis? Das gibt's doch nicht. Die spielen Glock. Die spielen eine Glock und schießen einfach auf 20 Kilometern ins Gesicht. Und Team Liquid hat eigentlich sogar für lang noch den Vorteil mit der USP. Das ist halt echt krass. Das gibt's nicht. Team Liquid ist hier gerade auf das 2 einfach komplett moralisch zerstört worden bisher. Oh, das ist halt echt hart. Und damit kann Team Liquid jetzt auf CZs gehen, wird auch dann forcen. Was sollen sie sonst machen? Viermal CZ dabei, eine Scout. Viel Spaß, das könnte eine ganz schnelle Map werden. Astralis geht einfach auf AKs. Eine UMP noch bei Clave dabei. Ist ja so sein Spielgefährte über die komplette Distanz bisher gewesen. Ja. Fast keine M4 gespielt. Ja, und es geht da vorne. Und man entscheidet mit den Rifles Richtung lang zu spielen. Ja, machen viele Teams. Also klar hast du lang erstmal die Gefahr, dass falls die CTs lang offensiv spielen, du aus einer kleinen Lücke rausläufst. Aber falls eben lang nicht offensiv gespielt wird, hast du die ewige Distanz, kannst die AKs gut einsetzen. Aber Elise mit einer guten Position kann er zwei schnelle Kills finden. Somit 3-on-3 und vielleicht die Möglichkeit noch am Leben zu bleiben. Elise pusht nach vorne. Doch Dupree passt hier auf. Device immer noch am T-Spawn verwurzelt. Sucht das nächste Duell, fällt aber gegen Taco. Somit noch 2-on-2. Und vielleicht die Möglichkeit für Team Liquid mit der magischen, mit der unglaublichen. Und der magischen CZ, das geht da vorne zu zweit. Ja, jetzt kann Dupree einfach pieken. Simpex muss gar nichts machen. Einfach nur mit ihm das Kreuz halten. Sie pieken schön immer. Jeder für sich so ein bisschen abwechseln. Das war's. 16-1. Was willst du sagen? Das war eindeutig. Einfach nur eindeutig. Das war eine Ansage von Astralis auf das 2. Aber gut, ab jetzt zählt es erst, oder? Ja, jetzt geht's erst los. War Warmspiel, Warm-up. Das zwei Warm-up. Oder? Ich glaube, Team Liquid hat sich gedacht, komm, das zählt ja nicht das erste Game. Jetzt geht's los, oder? Ja. Nee, eindeutig. Also man muss sagen, Riesenrespekt an Astralis gibt's nicht. Device hat ja nicht mal wirklich alles getroffen. Na? Nee. Und hat trotzdem 8 Opening-Duelle gewonnen. Ja. Ist halt schon krass. Tja, wir haben eine kurze Pause, melden uns gleich wieder zurück. Nach der Halbzeit geht es weiter mit Astralis gegen Team Liquid. Gibt's gleich noch ein bisschen Nachanalyse wahrscheinlich und dann mal Voranalyse zum nächsten Match. Also bleibt dran, hier live auf 99 Damage bei diesem Best of 5. Der gewinnt die ESL Pro League Finals. Bis gleich.